Und das stimmt natürlich, ist die Frage der Mord gleich mit Mord zu bestrafen, ob das richtig ist? Nein. Das ist, da sehen Amerikaner das, glaube ich, anders. Auch nicht ja, ich alle. Glaub, gibt ja kommt drauf an, wo in Amerika. Ja, sind ja sehr, sehr viele Staaten, die das nicht mehr machen. Und es sind ja immer weniger, die das machen. Unter anderem, ja, weil sie immer weniger Möglichkeiten haben. War doch jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder groß in den Medien, dass das Gift irgendwie, was sie normalerweise aus Deutschland bekommen haben, das kriegen sie nicht mehr und deswegen können sie die Leute nicht mehr exekutieren. War das nicht irgendwie so? Echt? Ja. Okay. Ich glaube, das war so. Die können die Todesspritze nicht mehr geben, weil das war eine deutsche Firma oder irgendwie europäische Firma. Mein Gott. Und die hat das eingestellt. Und jetzt hatten die halt keins mehr und haben halt selbst rumexperimentiert, was dezent schiefgelaufen ist in einem Staat. Oh, ja. Schlecht. Gute Arbeit bis jetzt. Naja, war noch nicht so viel zu tun. Es gibt da allerdings ein Problem. Der Hinrichtungsraum funktioniert noch nicht richtig, weil er keinen Stromanschluss hat. Wir müssen ihn an die Stromversorgung anschließen. Macht Sinn. Beim elektrischen Stuhl. Blink. Da oben ist auch noch kein Strom. Das ist nicht wichtig. Da sitzen nur andere Patienten. Das ist nicht wichtig. Im Moment haben wir das Gefängnis in der Versorgungsansicht geöffnet, in der wir die gesamte Verkabelung angezeigt bekommen. Jedes Gefängnisgebäude ist über diese dicken, unterirdischen Stromkabel an das Stromnetz angeschlossen. Diese grün leuchtende. Wir haben auch überhaupt gar keine Wasserversorgung. Der Strom stammt aus dieser Transformatorenstation, die ihren Strom aus dem nationalen Netzwerk bezieht. Da sitzt auch einer. Oh, armer Betty. Wie Sie sehen, ist dieser gesamte Zellentrakt ohne Strom. Alle Lampen sind aus. Um das Problem zu beheben, müssen wir zuerst in den Versorgungsmodus wechseln, damit wir sehen können, warum diese Lampen keinen Strom bekommen. Hat auch wirklich alles schön erklärt. Die nächsten Stromkabel sind zu weit entfernt. Unsere Ingenieure können diesen Bereich nicht verkabeln. Bauen Sie Stromkabel in der Nähe, um diesen Gefängnistrakt anzuschließen. Krankenhaustrakt. Sag mal das falsche Wort. Ach, du sagst immer Gefängnis. Ja, da ist es ein Krankenhaus. Mensch. So. Kannst du es gleich nach unten ziehen oder von unten nach oben? Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, dies hier anzuschließen. Ach, stimmt schon. Bist du sicher? Ja, mach erstmal so. Das dürfte ja reichen. Das dürfte ja unten alles. Können wir hier bleiben, dann sehen wir das ja, wie sich das während der Strom hier immer sich weiterreichend ist, wenn auch immer die Lampen im Arbeiten mehr angesprochen. Toll, wir bauen hier alles fertig. Immer so Lücken. Ah, meine Güte. Yeah. Okay, man hätte gesehen, wie es sich langsam erweitert, aber... Ich glaub da. Hallo. Nicht nur die Lampen brauchen Strom, Ihr neuer elektrischer Stuhl ebenfalls. Schließen Sie über die Stromkabel die Hinrichtungsanlage an das Stromnetz an. Ja, da sind wir ja gerade dabei. Der elektrische Stuhl ist ein besonders elektrisches Objekt, der benötigt eine eigene Stromzufuhr. Sie müssen ihn direkt an die Hauptkabel anschließen. Oh Gott! Ja, ist okay, diese Ansage. Schließen Sie an. Wir sind fast fertig, glaube ich. Wir sollten den neuen Hinrichtungsraum aber zumindest einmal testen, bevor wir ihn in Betrieb nehmen. Macht Sinn. Ich werde den Strom an. Und was passiert? Die Sicherung fliegt bestimmt raus. Bestimmt. Ja. Oh, alles aus. Das hat nicht geklappt. Wir haben zu viel Strom gezogen und uns ist eine Sicherung im Elektrizitätswerk rausgeflogen. Das ganze Gefängnis, Krankenhaus liegt im Dunkeln. Wir brauchen mehr Saft, um die Spannungsspitzen regulieren zu können, die der elektrische Stuhl erzeugt. Ja, ach nein. Fürst! Das ist jetzt echt ein Satz drin. Geil. Fürst weh nie net to turn. T-Power Back On. Dazu müssen wir zuerst den Strom wieder einschalten. Weil wir haben ihn auch danach wieder reingepackt, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Dazu sind zwei Schritte nötig. Schalten Sie das Elektrizitätswerk wieder ein, indem Sie es anklicken und im angezeigten Modus einschalten. Vergessen rauszulöschen. Ja. Bauen Sie dann drei zusätzliche Kondensatoren, damit wir über ausreichende Leistungskapazität verfügen, um den elektrischen Stuhl wieder zu betreiben. Danach testen Sie den elektrischen Stuhl noch einmal.
indem sie im Menü anklicken und Einschalten auswählen. Okay, also erstmal einschalten. Muss ich das bei allem machen? Eigentlich müsste das doch automatisch passieren, ne? Ja. Das muss ich, glaube ich, nicht bei theoretischem... Ja, das geht so. Du brauchst nur das Hauptding einschalten. Glaube ich auch, aber weil es halt hier auch die Option gibt, deswegen war ich verwirrt. Ja, du kannst sie ja auch abschalten. Weiß ich nicht. Nee. Das bringt jetzt nichts. Kann ich nicht. Na, deswegen. Okay. Ja, dann sehen wir vielleicht lieber hier mehr Kapazität haben. Ja. Na los, einer noch. Wo bleibt er? Da. So. Die schummeln voll. Die Bauarbeiter können diese Türen gar nicht alleine aufmachen. Stimmt. Vielleicht ist die auf offen gestellt? Nein. Nee. Nein, nein, aber da sind, in diesen Kampagnen sind einige Sachen gecheatet. Der Innenhof zum Beispiel, der darf auch nicht so ohne Zaun sein. Stimmt. Stimmt. Da muss ein Zaun drumherum sein. Ja. Gut. Yay! Einschalten! Zack. Hat funktioniert, wie scheint. Sehr gut. Ich glaube, jetzt sind wir fertig. Alles, was jetzt passiert, haben wir nicht mehr in der Hand. Eigentlich schon. Wir haben unsere Aufgabe professionell erledigt und darauf kommt es in unserem Geschäft an. Denn, wie wir alle wissen, Krankenhaus ist nur Geschäft. Und auch diese Form von Krankenhaus sind alles nur Geschäfte. Denken Sie nicht zu viel drüber nach, was jetzt geschieht. Das Schöne ist ja, ich weiß ja nicht, jetzt vielleicht haben die Zuschauer die letzte Folge Prison Architect nicht gesehen, dass wenn man das Spiel spielt, dass man das durchaus ohne Hilfe spielen kann. Das stimmt. Das muss man sogar auch wirklich aktiv freischalten, ansonsten kann man weder den Raumbau noch den Hinrichtungsstuhl und allem das drum und dran. Ist gar nicht zu sehen. Und es ist ja auch echt schwer, denn die wirklich hinzurichten, das muss man ja auch bewusst machen und kann ja auch immer wieder Veto eingelegt werden, alles so ein Kram. Ja, ne? Fünfmal können die Revision einlegen oder so. Ja, also das ist schon nicht so einfach, wie es jetzt hier ist. Nein. Wie kann ich dir helfen, mein Sohn? Wobei es schon komisch ist, dass sie das gleich als allererstes Tutorial mit rein haben. Das ist ja wohl seit 0 kommt. Also seit Alpha 1 wohl da schon drin. Ja. Und sich dann hinterher aber so anstellen, das komplett ins Spiel zu übernehmen. Also ich meine, ich finde es gut, dass sie es so nachdenklich gemacht haben und so, aber trotzdem ist es ein kleiner Widerspruch. Ja, vor allen Dingen, wenn es ja, es soll ja eigentlich das Tutorial sein und es wird einem den eigentlich wichtigen Aspekt des Krankenhausbaus, der ist sehr gering eigentlich dargestellt. Was braucht man wirklich und wie hängen die ganzen Sachen zusammen, das wird alles überhaupt gar nicht erklärt. Und es wird der Fokus extrem auf die Hinrichtung gelegt. Ja, und stell mal vor, jemand testet das Spiel an und denkt, an die Hinrichtung wollte ich eigentlich nicht und gibt das Spiel wieder zurück. Ja. Suchst du nach vergeblich? Ich kann mir auch vorstellen, dass man noch andere Storys basteln kann, ohne dass es gleich um Hinrichtung geht. Das siehst du ja dann gleich in den anderen Kampagnen. Genau. Suchst du nach Vergebung? Oh, ich muss die Lautstärke einstellen. Erinnere mich mal gleich dran. Meine Güte. Ich weiß nicht, ich muss irgendwas unternehmen. Ich kann mit meinen Taten nicht weiterleben. Du musst dich stellen. Was immer du auch getan hast, du wirst dafür die Konsequenzen tragen müssen. Ah, du kannst dir erst wieder ins Gesicht sehen, wenn du dich deiner Vergangenheit gestellt hast. Ich will das alles ungeschehen machen. Ich will ihr vergeben. Ich will, dass sie mir vergibt. Ja, die lebt nicht. Gott wird dir vergeben, mein Sohn, was immer du auch getan hast. Du musst ihn nur darum bitten. Aber du musst dich für deine Taten der Gerechtigkeit stellen. Es gibt keinen anderen Weg. Wird jetzt hingerichtet, was soll er denn jetzt noch weichen? Nee, ich glaube, das war vorher. Ach so. Ich glaube, das war nachdem er sie umgebracht hat, ist er dann ist ja auch in der Zelle. Dahin gegangen und deswegen hat er sich dann der Obrigkeit gestellt. Weil er ihm halt gesagt hat, du musst dich der Tat stellen. Es ist soweit, Edward mit den Scherenhänden. Du hast das Richtige getan, auch wenn dir diese Welt nicht vergeben will. Bald wirst du bei Gott sein und er wird das letzte Urteil über dich sprechen. In der Hinsicht ist das ein schöner Gedanke, glaube ich. Dass wenn man, selbst wenn man hier hingerichtet wird, dass es ein Leben danach gibt, wo man dann vielleicht Verziehen bekommt. Möglich. Also ich
kann mir vorstellen, dass das in so einer Situation wenigstens ein wenig, ja, ruhig. Ja, oder auch nicht, weil er dann ja wieder aufs und auf ihn trifft. Ja. Aber wenn der Priester sagt, von wegen, wenn du Gott... Außerdem sind sie ihm dann dankbar, weil das da so schön ist, wo sie dann sind. Ja. Dankbar sind, dass sie umgebracht sind. Naja, nee, sie haben ja betrogen. Ja, gut, und das auch. Ich, aber. Und Begehre, gibt's doch hier, Begehre nicht deines Nachbarn weit, ne? Mhm. Ja. Schön, wie sie da rumstehen. Ein bisschen Abstand. Damit man nicht sieht, wer es getan ja, hat, glaube ich. Ja, klar, ist mir schon klar, aber es ist ja nicht mehr Publikum. Ne? Stimmt, normalerweise gibt es ja eine Publikumskabine, was ich extrem abartig finde. Das finde ich extrem ja, abartig, dass es einen Zuschauerraum gibt. So wie früher, als die Leute gehängt wurden oder die Hexen verbrannt wurden, haben sie auch alle da gestanden ja, und gejubelt. Was ist irgendwie aus der Zeit geblieben? Weiß ich nicht. Ja. Edward Wimsey, Sie wurden des zweifachen Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Ersten Grades? Ich kenne Verbrennungen ersten Grades, aber. Was ist eine zweifache Mord zweiten Grades? Vielleicht sowas mit Todesfolge, so von wegen, du fährst betrunken mit einem Auto, überfährst jemanden, dann war es ja vielleicht kein Mord ersten Grades, weil es keine bewusste Handlung war. Ich frag mich gerade, ob das vielleicht komisch übersetzt ist. Das kann auch sein. Dafür werden Sie mit dem Tod bestraft. Haben Sie noch ein paar letzte Worte für uns? Susan, es tut mir leid. Badabum. Extrem heftig für die erste Kampagne. Ja. Auch ein bisschen abschreckend. Dann spielt man das Spiel und denkt, okay, ich hatte damit gar nichts zu tun. Gar nichts. Es geht gar eigentlich nichts. Um komplett was anderes. Ja. Um eigentlich die Rehabilitation dieser Leute. Ja, das ist eigentlich der Schwerpunkt. Gibt auch eine Kampagne, da ist das auch tatsächlich eher der... Oh, Kapitel 2 Palermo, das wollen wir doch gar nicht. Nicht? Na ja doch, ich will aber jetzt meine Pause machen. Ich einfach Escape drücken? Oh mein Gott, das brennt. Ja. Ich drücke mal hier, so. Ja, vielen Dank. Oh Gott, meine Güte. Kann ich nur die Sachen ausstellen. So. Oh, Hilfe. Ja, das war die erste Kampagne von Prison Architect. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.